Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8. Ja, im letzten Part ging es sehr heiß her mit Iggy. Wir machen weiter im 150 Kubikzentimeter. Ihr habt seht, ich habe es noch nicht nachgeholt, aber wie nehmen wir denn mal? Ach komm, gut old Yoshi. Der darf mal. So, ich werde mal wieder mein liebstes Lieblingsding nehmen. Obwohl, warte mal. Mit einem wilden Wickler. Na, nee, das probiere ich noch mal aus. So, ich nehme wieder mein Rennauto. Und nehme mal den Mario Kart TV für ein bisschen mehr Beschleunigung. Wir gehen in die Retro-Strecken, nämlich die Kumu-Weide. Und Marios Piste etc. pp. Kennt ihr ja. Habe ich ja jetzt sozusagen zweimal durchgekaut für euch. aber ich will, wie gesagt, alles zeigen. Auch Verhältnis zu 150 zu 100 etc. Damit man den Schwierigkeitsgrad da sieht. So. Und los geht's. Ich starte mit 5 Münzen. Ich finde das immer cool. Am liebsten würde ich immer vom letzten starten. Weil durch den Superstart holt man sowieso einiges raus. Das ist so. So. Donkey Kong ist vor uns. Und den wirken wir erstmal voll eine rein. So, hoppa. Zack. So, hoi, hey. Und da sind wir schon mit der ersten Runde durch. Okay. Da kommt eine grüne, da habe ich ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. So. Aber wir kriegen eine rote zum Abwehren. Auch nicht schlecht, dass man als erster mal eine rote kriegt. Ja, das kommt tatsächlich auch mal vor. Und ich fühle mich gleich direkt wohl mit meinem Rennauto. Ist nicht umsonst mein Main-Fahrzeug. So. Ja, gut. Okay. Lassen wir mal gelten. So, und letzte Runde. Kumu-Weide ist ja im Prinzip einfach nur eine Runde rum. So, aber trotzdem finde ich die Strecke sehr, sehr schön mit den ganzen Kühen, die wir aber bitte mal aus dem Weg gehen könnten. Dankeschön. Ist überhaupt nicht hektische Musik, ne? Sag mal, ist das irgendein Phänomen hier bei der Kumu-Weide, dass ich permanent einen überrunden will? Ah cool, ich hätte ihn sogar abballern können. Sehr schön. Ach, schön. Das ist jedes Mal bei der Kumu-Weide, das war im 50er so, das war im 100er so, 150 ist es jetzt auch so. Dass wir da, echt immer so weit sind, dass da einen zu gibt, den wir überrunden könnten. So, Marios Piste. Und da haben wir ja einen schönen Vorteil mit unseren Slick-Reifen. Ich mag die auch auf unebenem Gelände, einfach weil das so mit den schnellsten Reifen sind. Und man einfach schön auf Topspeed gehen kann, das ist einfach herrlich. Und es ist ein Rennauto. Das passt zum Rennauto wie die Faust aufs Auge. Ne? So, da haben wir nämlich schon 7 Münzen. Und sammeln, glaube ich, jetzt. Na, nicht die letzten, nein, aber egal. So, dafür nehmen wir die. Ich habe so ein bisschen Probleme zur Zeit beim Boosten. Ich will das immer komplett ausreizen. Aber. So, jetzt hat es mal geklappt. Jetzt hat es mal wieder. So. Ja, den Boost noch mitgekriegt. Sehr schön. Zack. Ja, da fasst sie die Ölpfütze. So. Bislang keiner weit und breit zu sehen. Das ist doch schön. Das freut uns. Und Sprit. Jawohl, da ist es nämlich gleich wieder weg. Der Blooper ist echt gemein, muss ich sagen. Diesmal habe ich nicht einen Boost gekriegt, schade. Okay.
So. Ja, wir fahren so ein bisschen vorne weg, aber das gefällt mir ganz gut. Zack. Weg damit. Brauchen wir nicht mehr, selbst wenn eine blaue kommt. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Und Donkey Kong. Das ist immer so ein Phänomen, ne? Der dritte wird zweiter und dann habe ich 8 Punkte Vorsprung, wenn ich die ersten beiden gewinne. Sehr merkwürdig, aber soll uns recht sein. 8 Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Das ist immer ganz gut zu wissen im dritten Rennen. So, und der Jeep-Jeep-Strand, den habe ich sehr gern und sehr ins Herz geschlossen. Sieht auch wunderschön aus. Ich würde da gern mal Urlaub machen. Ich mag diese Hütten mit diesen Stroh-Dings oder was das da drauf sein soll. Ich mag das. Ich würde gern mal Urlaub machen in so einem Ding. Ganz ehrlich. Das sieht doch voll toll aus hier. Wer würde hier nicht gern Urlaub machen? Ganz ehrlich. Wenn man dann immer noch so eine Musik hat, das wäre doch toll. So, ich fahre unten lang. Denn da kann man noch ein paar Münzen abstauben. So, zack, zack. Und dann haben wir nämlich schon die 10 Münzen. Und können hier voll losbrettern, den anderen wieder voll davon fahren. Das gefällt mir immer am besten, wenn sie mich alle einfach in Ruhe lassen. Und mein Ding machen lassen. Das ist immer ganz schön. Oh. Jedes Mal, wenn ich hier dran vorbeifahre, will ich hier Urlaub. Will ich einfach anhalten und einfach aussteigen und Urlaub machen. Ob sowas ähnliches? Nee, das war nicht geplant. Ja, das war geplant. ob sowas ähnliches auch in echt gibt? Also das mit den Hütten ist klar, aber was so an diesen Strand hier so rankommt, das wäre schön. Dann würde ich dann nämlich meinen Urlaub buchen. Würde ich mir das Rocket einpacken oder wird man da einfach Urlaub machen? Und dann wird man am Strand uns irgendwelche Go-Karts bieten und würden Mario Kart nachfahren. Da werden die Urlaubsresortbetreiber allerdings nicht sehr glücklich gewesen. Können sich schon mal freuen, wenn wir kommen. So, Banane zum Hinterklemmen. Zack. So. Wobei ich auch gerne hier in Super Mario Sunshine in dem Ding und da hat mir der Blooper jetzt voll versaut. Der hat mir voll die Sicht genommen. Ob die Super Mario Sunshine Palma-Leute da das so der Urlaubsresort ist oder ob die einfach das so für sich entdeckt haben. So, wir bringen das mal hier hin. Oh, höpf, höpf. Und die dritte Strecke beenden wir auch als erster. Das war relativ einfach. So, und wir haben 11 Punkte Vorsprung. Wunderbar. Und können dann ein bisschen relaxter in sag schon, das letzte Rennen gehen. Da fehlen mir wieder die Worte. So, und das ist Toads Autobahn. Da bin ich auch froh, dass ich da 11 Punkte Vorsprung habe, denn, ja, ne? So, ich werde allerdings gleich mal hier die Leute vorlassen und die 3 Münzen mitnehmen. So haben wir nämlich einen höheren Topspeed. Und werde hier auch an der Langwand fahren. An der Wand lang fahren. Ah, da habe ich den Sprung verpasst. Egal. Egal. Das ist vollkommen wurscht. Au, was war das? Donkey Kong war's. So, hier kann man nämlich schön driften. Take it easy! So. Und immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Zack. Ach, eine lässt du uns. Das ist ja freundlich. Das ist ja wirklich zu freundlich. So. Ah, der Tod fährt echt davon, ey, da vorne. Aber ich glaube, wir kommen ran. Ein bisschen zumindest. Hier durch. Ja, sehr schön. Mit einem Dutzer zwar, aber... Das ist so. So, zack. Zack.
Und hops. So, ich nehme ihn jetzt einfach mal die 4 Münzen weg. So, zack, zack, zack. Ja, ich will immer einen Doppelboost rauskriegen, aber das schaffe ich irgendwie kaum. So, jetzt habe ich es mal hingekriegt. Oh yeah! Das ist cool. Und drüber. Jawohl. Da war ein LKW oder sowas. So. Toad, lass uns bitte in Ruhe. Da können wir gleich nochmal fliegen. Das mache ich mal. Jawohl. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Weg. Gehen. Alle. So, Donkey Kong wird Zweiter und... Ja, das war doch 3 Sterne wert, ne? Würde ich meinen. Das war gut. Das war super. Das war... astrein, möchte ich meinen. Eieiei, aber es ist schon ein bisschen anstrengend, wenn man das Ganze hier so... mit den Nerven. Wenn dann einer zu nahe kommt und man möchte ja 3 Sterne haben. Alter, was ein Skillshot. Mein lieber Scholli. Aber das kann ich auch. Bams! Allerdings mit Donkey Kong. So gut wie Donkey Kong war ich dann tatsächlich. So, da hatte ich den Bob um. Ja, liebe Leute, das heißt 3 Sterne für uns in diesem Panzercup. Und bislang ist es nur ein Cup, den ich nachholen muss. Das ist doch sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen das nächste Mal dann in den Bananen-Cup. Und wenn euch das Let's Play gefällt, dann Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Mario Kart 8. Und bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!